Marco Trautmann heute gegen einen möglichen Playoff-Gegner gewonnen. Hat man so etwas im Hinterkopf, wenn man weiss, dass vielleicht gegen diese Mannschaft die Playoffs spielen können? Ja, sicher. Wir haben gesagt, wir nehmen es als Playoff-Match. Und ja, wir sind schlussendlich sind wir zufrieden, dass wir 3 Punkte holen können. Und das zeigt, dass wir sich bei uns schlagen können. Trotzdem, wenn es kritisch ist, sagt man es erst, dritt ist auch nicht ganz das, wie man sich vorstellt, dass das Tempo noch nicht rum war, nachher haben wir sich können steigen. Warum ist immer noch das so, dass man irgendwie ein Drittel immer noch so hat, das nicht unbedingt funktioniert? Ja, es ist so, vor allem das erste Drittel, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht sind wir ein bisschen zu nervös gewesen, zu viele Wellen, da sind auch Pässe nicht angekommen, aber wir haben sicher defensiv haben wir, kompakt gestanden und je länger es gegangen ist, je besser ist es geworden und können wir zufrieden sein, dass wir 3 Punkte geholt haben. Du hast angesprochen, die 3 Punkte holen, mögen Playoff-Gegner. Trotzdem, wie fest muss man sich mit den Playoffs jetzt auseinandersetzen? Ja, ein bisschen sicher. Zu viel ist vielleicht noch nicht gerade gut. Einfach, wir müssen jetzt schauen, was wir die kleinen Sachen noch richtig machen. Und ja, jetzt eben, wir sind auf dem 5. Platz. Wir wollen noch 4. werden, was wir Heimrecht haben. Und das ist quasi jeder Playoff-Match. Ich habe gerade angesprochen, 5 Platz. Also man schaut schon noch, dass man irgendwie den 4 Platz erreichen kann. Es ist nicht so, dass man jetzt einfach mal spielt und schaut, dass man es nie bekommt, sondern man hat wirklich den 4 Platz im Visier. Ja, sicher. Ich meine, solange es möglich ist, probieren wir dort hinzukommen. Und es ist immer noch offen und wir probieren das Beste und hoffen, es kommt gut. Jetzt das Powerplay-Goal, ist das so einstudiert gewesen? Wir wollten ein bisschen anders spielen, aber ich meine, manchmal im Powerplay gibt es andere Situationen und da müssen wir halt einfach bereit sein und dann gibt es halt andere Möglichkeiten und da muss man einfach im Kopf oben clever sein und dann gibt es Goal. Jetzt gegen Fisch haben wir das Gefühl, vor allem ein Top-Line drauf ist, also die recht schwer nachher quasi zum zu neutralisieren sind. Ist das etwas, was man auch anschaut, eben, wie man so eine Top-Line von Fisch kann neutralisieren? Ja, ich meine, jeder Block, vor allem in den Playoffs, ist wichtig, dass man gegen jeden hart arbeitet und Mann spielt. Und es ist gleich, ob jetzt da in dieser Linie drauf ist, dann müssen wir einfach jede Linie muss gegen die können spielen. Und wenn der Coach sagt, der Block spielt gegen den Block, dann müssen wir einfach defensiv mehr schauen und ja, was der Coach halt verlangt. Jetzt sind noch wenige Spiele bis zur Playoffs. Man hat immer schon lange gesagt, man muss defensiv verbessern und von dort Auslösung die kleinen Sachen gut machen. Langzeit bleibt nicht mehr. Ist man schon annähernd auf dem Niveau, wo man gerne sein will, oder an was fehlt es ganz bestimmt noch? Also ich glaube, wir können sicher uns noch ein bisschen versteigern. Und jetzt, ich meine, die letzten 2-3 Matches haben wir ja, also schlussendlich gut 3 Punkte können holen und an dem müssen wir weiterarbeiten. Und wenn wir jetzt auch immer gewinnen und so, dann gibt es das Selbstvertrauen. Und das ist gerade jetzt im richtigen Zeitpunkt, gerade kurz vor der Playoff. Wie wichtig ist es für einen selber, dass man Goal und Assist macht? Jetzt gerade den Topscorer-Helm verloren, kann man sagen. Ist das etwas, was man selber ein bisschen im Visier hat, dass man auf Playoffs hin sollte, dass man voll bereit ist? Ja, also für mich ist Topscorer eigentlich nicht, ich muss ihn nicht unbedingt haben. Vor allem das Wichtige ist, dass wir jetzt als Team können zusammen, dass wir ziemlich weit kommen in Halbfinale, Finale. Aber es ist noch ein langer Weg und das können wir nur zusammen und Einzelaktionen, das können wir nicht brauchen. Hier.